Vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Abend. Wer von Ihnen hat denn einen Arbeitsplatz? Wer von Ihnen hat keinen Arbeitsplatz? Wer ist sich nicht so sicher? Okay, ich möchte mit Ihnen ein etwas makaberes Gedankenszenario erstmal so durchspielen. Stellen Sie sich mal Folgendes vor: Angenommen, Ihre Firma, Ihre Arbeitsstelle, Ihre eigene Unternehmung gäbe es vom einen Tag auf den anderen nicht mehr. Sie wachen morgen auf, plötzlich ist die Firma weg, der Job ist nicht mehr da. Was würden Sie tun? In der Regel gibt es drei Reaktionen. Die erste, manche Menschen sagen, geil. Die zweite Reaktion sagen, interessiert mich nicht, ich habe ausgesorgt. Und die dritte Reaktion bei ganz vielen Menschen, die würden jetzt wahrscheinlich denken, ui, ich habe so ein blödes Gefühl, ich muss mich jetzt um einen Job bemühen. Darf ich davon ausgehen, dass die allermeisten hier im Raum in diese dritte Kategorie passen? Wir sind ja ausgesorgt in Schwabenland, oder? Okay, und jetzt überlegen Sie sich mal, Sie gehen das Ganze proaktiv an, Sie engagieren einen Arbeitsvermittler, der steht Ihnen direkt gegenüber, guckt Ihnen ganz tief in die Augen und sagt, überhaupt kein Problem, ich habe 4 Stellenangebote für Sie. Und ich möchte jetzt, dass Sie mit mir mental in die Situation reingehen und mir gleich sagen, für welche Stelle Sie sich entscheiden würden. Stellenangebot Nummer 1, Sie bekommen ein Jobangebot in einer Söldnertruppe. Jobangebot Nummer 2, Sie bekommen ein Angebot bei einer gesetzlichen Krankenversicherung zu arbeiten. Jobangebot Nummer 3, Sie bekommen das Angebot, in einem engagierten Startup-Unternehmen zu arbeiten. Und Angebot Nummer 4, Sie kriegen ein Jobangebot von der Firma Google. Haben Sie es drauf? Also erstens Söldnertruppe, zweitens die gesetzliche Krankenversicherung, 3, das ist das engagierte Startup-Unternehmen und 4 ist die Firma Google. Sie haben eine Entscheidung gefällt, innerlich? Okay, wir machen das mal bitte mit Handheben. Wer von Ihnen würde gerne bei der Söldnertruppe arbeiten? Einer. Einer. Wer von Ihnen arbeitet bei einer Söldnertruppe? Darf ich kurz fragen, in führender Position oder in ausführender Position? Bitte? Ausführend. Ein Masochist. Okay. Variante Nummer 2. Wer von Ihnen würde gerne bei der gesetzlichen Krankenversicherung arbeiten? Kein einziger. Ist mal kein Witz. Ich habe diese Frage auch schon mal bei gesetzlichen Krankenversicherungen gestellt. Da will auch keiner arbeiten. Das ist echt. Nein. Und Variante Nummer 3. Wer von Ihnen würde gerne bei einem engagierten Startup-Unternehmen arbeiten? Jetzt gucken Sie sich mal um. Schauen Sie mal. Das ist die statistisch wirklich häufigste Reaktion. Da melden sich die meisten. Wer von Ihnen würde gerne bei der Firma Google arbeiten? Auch noch sehr viele. Und was total faszinierend ist, ich habe diese Frage jetzt bei einigen Unternehmen schon gestellt, immer wieder mit der gleichen Mengenaufteilung. Erstens mal, Söldnertruppe verliert, genauso verliert die gesetzliche Krankenversicherung. Gewinnen tut in der Regel mit einem gewissen Abstand das engagierte Startup-Unternehmen und dann kommt die Firma Google. Und ich habe mich gefragt, womit hängt das zusammen? Das ist ganz einfach, Sie haben sich gerade ganz instinktiv, wahrscheinlich ohne, dass Sie das bemerkt haben, bei 4 verschiedenen Organisations- und Führungsstilen eingeordnet. Führungsstil Nummer 1, das ist Macht. Führungsstil Nummer 2 ist Management. Nummer 3, Leadership. Nummer 4, Unternehmenskultur. Und ich habe mich gefragt, wie kann man irgendwie differenzieren? Und es gibt letztlich 2 Fragen. Wenn wir diese Fragen klären, dann können wir das ziemlich genau beschreiben, wo wir arbeiten. Frage Nummer 1 heißt, warum tun wir etwas? Und Frage Nummer 2, wie tun wir etwas? Und das kann man relativ simpel in einem Schaubild darstellen. Hier ist eine Y-Achse, eine X-Achse und auf der X-Achse ist ganz genau definiert, wie man etwas tut. Auf der Y-Achse ist definiert, warum man etwas tut. Können Sie sich vorstellen? Also hohes Wie, geringes Wie. Hohes Warum, geringes Warum. Hier sind genau die Prozesse definiert. Hier gibt es gar keine Prozesse. Da gibt es einen starken Grund. Hier gibt es keinen starken Grund. Und jetzt können wir hier sozusagen 4 Linien einführen oder 4 Felder einführen. Und dort finden sich jetzt die meisten Arbeitsplätze wieder. Wir beginnen hier unten in diesem Quadranten. Sie haben keinen stark ausdifferenzierten Weg, keine starken Prozesse und Sie haben keinen großen Grund. Welches Führungssystem ist das? Das ist Macht. Also hier unten, das sind diejenigen, wo sie sagen, ich da oben, du da unten, wer lauter schreit, gewinnt. Du hast dem Chef zu folgen, schalte dein Gehirn aus, folgen ist super, du hast klar umschriebene Rollen und wenn du nicht folgst, gibt's auf die Schnauze. Kennen Sie solche Arbeitssituationen? Ich hoffe nicht, ja? Also das alte Preußische war so, oder vielleicht sind so manche Terrororganisationen so organisiert. Ja, oder Fußballclubs, die von Felix Magath trainiert werden. Aber
Heute in der heutigen Arbeitswelt mag man das in der Regel nicht mehr so. Ja? Also Menschen, die fliehen aus solchen Umgebungen, kennen Sie das? Wenn es so Druck gibt vom Chef, Druck, 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 wo schon beim Arbeitsvertrag draufsteht, come in and Burnout. Kennen Sie sowas? Also wie Sie können von Ihrem Grundgehalt keine zwei Kinder ernähren, hat dann muss eins sterben. Gell? So diese etwas heftigere Variante und die macht Mitarbeitern keinen Spaß. Das Verrückte ist bei der Geschichte, dass die Typen, die so arbeiten, die mit ihren Mitarbeitern so umgehen, dass die sich immer fragen, warum bleiben die ganzen Idioten bei mir und die Guten gehen weg? Das ist ganz klar, warum. Weil gute Mitarbeiter es nicht nötig haben, in so einem Umfeld zu arbeiten. So, gehen wir mal weiter in das nächste, in den nächsten Quadranten. Jetzt sagen wir mal, okay, den Grund, den habe ich immer noch nicht ganz verstanden, aber jetzt definiere ich zumindest mal die Prozesse. Also ich weiß ganz genau, was zu tun ist, bis wann es zu tun ist, in welchem Organigramm ich mich befinde. Jetzt gibt es ganz klare Stellenbeschreibungen. Ich kann die Menschen auf diese Stellenbeschreibungen ganz gezielt einstellen. Ich kann denen ganz klar sagen, was sie wann nach Jahresplanung, Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben. Sprich, wir sind jetzt hier in welchem System? Jetzt sind wir im Management-System. Ne? Also das ist das, wo sie ganz klar Prozesse definiert haben und wo Mitarbeiter wissen ganz genau, wie sie etwas zu tun haben. Aber was sie verlieren, ist die Verbindung zum Grund ihrer Arbeit. Warum sie etwas zu tun haben. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie schon mal in einer großen Firma irgendwie morgens im Aufzug gestanden sind. Sie gehen da rein, Türen gehen auf, Sie sehen drei blasse Gestalten, die gucken nach unten, Türe geht zu, morgen, 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 wie geht's? Hasmus? Hat nur 13 Jahre bis zur Rente. Diese Arbeitsumgebungen machen keinen Spaß. Warum? Weil die meisten Mitarbeiter nur auf ihren Schreibtisch gucken. Nur irgendwie von sich bis zur Nasenspitze auf diese Tischplatte da unten, vielleicht noch auf den Bildschirm und überhaupt nicht mehr verstehen, was da für Prozesse überhaupt stattfinden. Also da gibt es eine Marketingabteilung, da gibt es eine Rechtsabteilung, da gibt es eine Controllingabteilung. Jeder wurschtelt so in seinem eigenen Zeug rum. Hauptsache, man macht es möglich richtig, aber macht nicht unbedingt das Richtige. Das macht den meisten Menschen keinen Spaß. Was macht Menschen Spaß? Gehen wir mal dieses Wie ein bisschen weg und überlegen wir mal das große Warum. Stellen Sie mal vor, Sie haben keine Ahnung, wie Sie etwas tun, aber Sie haben eine große Ahnung, warum Sie etwas tun. Jetzt sind wir natürlich im System Nummer 3. Jetzt sind wir im System Leadership. Natürlich übersetzt das engagierte Startup-Unternehmen. Also beim Leadership sieht es so aus, da gibt es in der Regel irgendeinen Typen oder eine Frau, die haben eine Idee. Die haben eine Vision, die haben einen Plan, die wollen irgendwie eine Delle ins Universum hauen, die wollen irgendwas Tolles machen. Die vermitteln das anderen Leuten, die anderen sagen, hey, cool, gute Idee, dann mache ich mit. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, die Leute sind von innen heraus motiviert, die haben Spaß damit zu machen. Jetzt wird so unser Dopaminsystem im Kopf angeschaltet, das ist so unser Spielsystem. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, was das ist? Die Kinder, die spielen nicht nur von 9 bis 17 Uhr, sagen, darüber hinaus gibt es ein Burnout-Syndrom. Die spielen länger, ja. Ein Kind braucht auf dem Kindergeburtstag auch nicht erst 3 Bier, um in Stimmung zu kommen. Ja? Die sagen, wir spielen, super, ja, das macht Spaß. Ich habe gerade einen 3-Jährigen zu Hause. Kennen Sie das? So kleine Kinder, wie intensiv die spielen können. Sein Lieblingsspiel ist Puzzeln. Der puzzelt. Der puzzelt so wie ein Weltmeister. Ja? Und das passt nicht, und das passt, und das passt. Ja? Und das passt nicht, und das passt nicht, und das passt. Diese ständige Frustration. Und er wurschtelt sich da rein und er liebt es. Und am Ende ist dieses Puzzle fertig. Er guckt ganz kurz stolz zu Mama und Papa. Und was macht er dann? Der kippt das Puzzle wieder um und fängt wieder von neuem an. Und das könnte man so als erwachsener Mensch sagen. Bist du wahnsinnig? Du hast es schon fertig gemacht. Nein, der liebt nicht das fertige Puzzeln, der liebt das Puzzeln, das Spielen. Und genau das ist das, was wir Menschen erleben können, auch am Arbeitsplatz, wenn wir ein starkes Warum haben, wenn wir verstehen, warum wir etwas tun. Also wenn Sie morgen schon mal Schwierigkeiten hatten, aufzustehen, also keinen Grund für Ihre Handlung, dann hatten Sie vielleicht einen schlechten Chef, eine schlechte Firma, Sie hatten irgendwie Probleme, den Arsch hochzukriegen, weil warum sollten Sie aufstehen? Vielleicht hatten sie einen Burnout, vielleicht hatten sie eine Depression, eine schwierige Zeit. Ohne Grund machen wir nichts, aber mit einem Grund machen wir die verrücktesten Dinge. Eine Steuererklärung. Oder warum lesen Männer den Playboy? Weil man bei den gut recherchierten Artikeln was lernen kann. Beispiel für die Damen, liebe Damen, stellen Sie sich mal vor, ich schicke Sie auf einen 3-stündigen Fußmarsch. Sie kriegen ein Gewicht an den rechten Arm, ein Gewicht an den linken Arm und Sie werden dabei die ganze Zeit Geld verlieren. Haben Sie Lust darauf? Das ist eine Shopping-Tour.
Sie verstehen, was passiert, ja? Sie sehen einen Grund in ihrer Handlung, sie laufen, sich blasen in die Füße, kommen zufrieden, grinsen zu Hause an, sagen, Schatz, guck mal, Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3, ich war auf der Jagd. Und im Prinzip ist es das, was sie anschalten können. Engagiertes Startup-Unternehmen, Prinzip Leadership. Erklären Sie Menschen, warum sie was machen, die Hintergründe, die großen Zusammenhänge, dann haben Menschen Spaß. So, was fehlt? Es fehlt natürlich noch der vierte Quadrant, das ist die Unternehmenskultur. Und die Unternehmenskultur können Sie relativ simpel definieren. Das ist, wenn Sie immer noch ein starkes Warum haben und jetzt noch so ein paar Prozesse dazu machen, dann sind Sie bei einer Firma wie Google. Ja? Und Sie wissen genau, Google, Unternehmenskultur, Sie wissen genau, was in der Firma gelebt wird, welche Werte. Da geht es um Innovation, da geht es um Kreativität, da geht es um Erfolg, da geht es um all diese Dinge und das haben die sozusagen inhaliert. Und das brauchen sie in einer solchen Firma mit ganz vielen von diesen unternehmenskulturellen Aspekten, nicht zu viele Regeln. Die Mitarbeiter gehen da rein, die wissen im Prinzip, was sie zu tun haben und die funktionieren und alles ist gut. Und jetzt ist es ziemlich spannend, wenn ich mal so zwei Fragen nochmal hervorrufe. Also erste Frage, wie wird etwas gemacht? Und andere Frage, warum wird etwas gemacht? Auf welche Frage konzentrieren wir uns im Arbeitsalltag am allermeisten? Auf das Wie. Und damit ist die große Unterscheidung zwischen Management und Leadership gegeben. Überlegen Sie mal, was das heißt. Der Manager fragt sich Zahlen, Daten, Fakten. Ja, der fragt sich, wie sind die Prozesse, wie sind die Abläufe. Der hier fragt nur nach dem Sinn. Der hier fragt nach dem Weg. Der fragt nach der Richtung und nach dem Ziel. Der hier will kontrollieren. Der will verwalten, der will entwickeln, der will gestalten. Der hier, der schaut auf Stellenbeschreibungen, der schaut auf Menschen, der möchte die Menschen weiterentwickeln. Der hier tötet Ideen, der lässt Ideen zu. Der hier, das ist derjenige, der sagt, du, wie machen wir das, bis wann machen wir das? Der sagt, was machen wir und warum machen wir es? Und jetzt geben Sie sich mal ganz ehrlich eine Antwort, wo Sie lieber arbeiten würden. Und jetzt habe ich folgende Tipps für Sie. Wenn Sie in so einem System arbeiten, so hier unten drin, es tut mir furchtbar leid, es ist echt schrecklich. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn Sie angestellt sind in diesem System, ganz einfach, wahrscheinlich haben Sie bislang noch nicht die Qualifikation, die Ihnen erlaubt, diesen Job zu verlassen. Holen Sie sich diese Qualifikation und dann raus. Wenn Sie als Chef das Gefühl haben, in so einem System zu arbeiten, holen sich Feedback von Ihren Mitarbeitern. Wahrscheinlich haben Sie dann das Gefühl, dass Ihre Mitarbeiter irgendwie Idioten sind, die irgendwas nicht auf die Reihe kriegen. Aber das ist es nicht. Ihren Mitarbeitern, denen fehlt häufig der Grund, warum sie etwas tun sollen. Reden Sie mit diesen Mitarbeitern über die Hintergründe, über den Sinn von Projekten, den Sinn der Firma. Geben Sie ihnen den Sinn. Und dann werden die schon viel mehr mitdenken. Wenn Sie in so einer Systematik arbeiten, in so einer Firma arbeiten, tut es mir ebenfalls leid. Aber auch hier, ganz klar, wenn Sie innerhalb dieses Systems als Angestellte arbeiten, dann geben Sie sich den Sinn selbst. Warten Sie nicht darauf, dass die Firma Ihnen den Sinn gibt. Wenn Sie hier Führungskraft sind, stellen Sie die Sinnfrage. Geben Sie nach oben weiter, geben Sie nach unten weiter. Vermitteln Sie den Leuten den Sinn der aktuellen Projekte. Wenn Sie in diesem Quadranten hier sind, herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich leben Sie sehr, sehr challenging. Wahrscheinlich haben Sie das Gefühl, tagtäglich wahnsinnig viel zu arbeiten. Aber möglicherweise empfinden Sie auch einen gewissen Stolz und eine gewisse Genugtuung, wenn Sie am Abend nach Hause gehen. Und dieses Gefühl ist großartig. Nur eine Warnung. Gut funktionierende Startup-Unternehmen entwickeln sich weiter. Das heißt, die werden irgendwann mal entweder in diese Richtung weitergehen oder in diese. Bitte behalten Sie die Sinnfrage. Wenn, dann entwickeln Sie sich dahin weiter. Und wenn Sie hier oben schon sein sollten, in diesem vierten Quadranten, dann bitte, bitte, bitte ab und zu mal so ein paar Teams wieder darüber schicken. Fehler machen lassen, was Neues ausprobieren lassen, den Menschen Verantwortung geben. Und wenn Sie zur fünften Gruppe gehören, derer, die immer noch nicht verstehen, dass Arbeit richtig Spaß machen kann, dann tun Sie mir leid, aber ich gebe Ihnen ganz, ganz tief drin einen wirklich ernst gemeinten Tipp. Suchen Sie so lange, bis Sie Ihr richtiges Umfeld gefunden haben. Dankeschön und viel Erfolg.